In unserer Aussprache ist für die Fraktion Die Linke unser Kollege Dr. Axel Drost. Bitte schön, Kollege Dr. Axel Drost. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der heutige Tag ist ein historischer und ein guter Tag. Erstmals bringen an einem Tag die französischen Linken in der französischen Nationalversammlung und die deutschen Linken im Deutschen Bundestag einen inhaltsgleichen Antrag zur Bekämpfung der Eurokrise und zu Maßnahmen zur Regulierung der Finanzmärkte ein. Und dieser Antrag wird am nächsten Dienstag, am 6.12., auch noch von den tschechischen Linken im tschechischen Parlament eingebracht werden. In der kurzen Zeit, die ich habe, will ich nicht auf den Feststellungsteil eingehen, in dem noch einmal gemeinsam herausgestellt wird, welchen Anteil die deutsche Wirtschaftspolitik mit ihrem Setzen auf Export- und Handelsbilanzüberschüsse letztlich auch als Beitrag zur Eurokrise gemacht hat, sondern will mich beschränken in den Vortrag auf die wesentlichen 5 Punkte, die wir gemeinsam in diesem Antrag haben. Erstens geht es um die Einführung der Finanztransaktionssteuer, und zwar nicht mit Warten bis zum Endlostag, sondern eine Einführung durch die Länder Frankreich und Deutschland zum schnellstmöglichen Zeitpunkt. Und der Antrag ist heute Morgen bereits in der Nationalversammlung diskutiert worden. Und der für Europapolitik zuständige Minister Leonetti hat auch in die Debatte eingegriffen und der französischen Linken gesagt, sie soll uns sagen, wir sollen doch die Bundesregierung mal fragen. Und ich frage jetzt gerade die Bundesregierung, wenn sie zuhören würde, was sie sozusagen davon hält, wenn man wirklich in einer Koalition der Willigen Deutschland und Frankreich beginnen sollte. Und wahrscheinlich kennen Sie die deutschen Verhältnisse, dass Sie gesagt haben, wir sollen die Bundesregierung fragen und nicht die beiden sie tragenden Parteien, weil nach der Anhörung gestern im Finanzausschuss zur Finanzmarkttransaktionssteuer kann man nur vermuten, dass nach wie vor hier Heckenschützen versuchen, mit aller Macht die Einführung zu verhindern. Zweitens geht es um die europaweite Einführung einer Sondervermögensabgabe für natürliche Personen mit einem Privatvermögen oberhalb von 1 Million Euro. Hiermit soll sichergestellt werden, dass die Profiteure der Kosten der Krise an dieser auch beteiligt werden. Drittens, und Herr Kollege Brinkhaus, da habe ich die 2 Punkte zusammengefasst, 5 und 6, in der Tat, geht es um die Re-Regulierung der Finanzmärkte und hier, um es einfach zu sagen, um ein Verbot von ungedeckten Leerverkäufen und Kreditversicherungen sowie ein Verbot des Hochfrequenzhandels. Und es geht auch darum, alle Produkte, Käufe und Verkäufe über geordnete Handelsplattformen wie Börsen zu führen und nicht wie bisher unreguliert zu lassen. Viertens, und das steht in Frankreich insbesondere an, aber möglicherweise auch in Deutschland, geht es darum, wenn wir eine Rekapitalisierung der Banken mit öffentlichen Mitteln brauchen, dann muss sichergestellt sein, dass für diese öffentlichen Mittel auch eine dauerhafte Mehrheitsbeteiligung des Staates am Kapital dieser Banken gewährleistet wird. Also nicht das passiert, was in Deutschland bei der Commerzbank passiert ist, und dass der Staat dann dafür sorgt, dass aus den Zockerbanken dann Banken werden Dienstleister für die Ersparnisbildung und Kreditvergabe. Und fünftens fordern wir die Einführung eines europäischen Fonds für soziale, solidarische und ökologische Entwicklung, damit die Länder des Südens überhaupt eine Chance haben, aus der Schuldenkrise herauszukommen. Wir hatten heute Morgen im Finanzausschuss Kollegen aus Griechenland da, und es ist völlig klar und wurde auch eigentlich von niemandem bestritten, dass in einem Prozess von 10 bis 20 Jahren diesen Ländern geholfen werden muss. Und das geht nur mit einem solchen Fonds, der dann auch Zugang zum Geld der Europäischen Zentralbank hat, um das entsprechend zu finanzieren. Ich glaube, mit dieser Initiative haben wir einen Maßstab noch mal gelegt und hoffen, dass auch die anderen Parteien, was Zusammenarbeit im europäischen Umfeld angeht, versuchen, Kontakt mit ihren entsprechenden Parlamentariern aufzunehmen. Dankeschön.